Ja, ich bin's, der J-Music Fox. Auch heute habe ich wieder einige News zur japanischen Musik für euch, quer durch die Genres. Viel Spaß mit den aktuellen J-Music News. Skandal haben am Mittwoch, dem 21. August, ihren 18. Geburtstag gefeiert. Skandal sind eine aus Osaka stammende J-Rock-Band, welche aus Haruna Ono, Mami Sasasaki, Tomomi Ogawa und Rina Suzuki besteht. Schlagzeugerin Rina feierte ebenfalls am Mittwoch ihren Geburtstag. Sie ist nun 33 Jahre alt. Ich hatte ja bereits ein Video über den 18. Geburtstag der Band Skandal gemacht. Wenn ihr also meine Meinung dazu wissen wollt, könnt ihr ja dort reinschauen. Ebenfalls am Mittwoch feierte die Band Fana ein Jubiläum. Nicht die Gründung von Fana, aber ihr 11. Debütjubiläum, denn am 21. August 2013 veröffentlichten sie mit Que Sera Sera ihre erste Single. Que Sera Sera wurde als Ending für den Anime Uchoten Kasuku verwendet und war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, denn Fana haben bis heute zahlreiche Anime-Songs gemacht, unter anderem für Miss Kobayashis Dragon Maid. Fana bestehen aus dem genialen Komponisten Chunichi Sato, dem energiegeladenen Sampler Kevin Mitsunaga und der Sängerin Tobana, welche eine sehr helle Stimme hat. Bis 2022 gehörte auch Gitarrist und Musikproduzent Yuksukiwa Ga zur Gruppe. Wer mehr Infos zu dieser Band möchte, der findet auch ein entsprechendes Video auf meinem Kanal, auf dem ich etwas ausführlicher über Fana spreche. Die legendäre Idolgruppe Nogisaka 46, deren Legendarität nur 2 Punkte hinter AKB48 liegt, sofern man sich nur an der Zahl im Namen orientiert, hat ihre 36. Single veröffentlicht. Diese trägt den Titel Cheat Day und der Release war am Mittwoch. Der Name der neuen Single klingt nicht unbedingt nach dem, was man von Idols gewohnt ist, auch wenn der Song sich erwartungsgemäß inhaltlich natürlich nicht mit dem Thema Fremdgehen beschäftigt. Aber dass auch Idolmusik inhaltlich kritische Themen ansprechen kann, bewiesen ja nicht erst kürzlich Equal Love mit ihrem Never Killed Idol Song, sondern auch ihrer Zeit Keiakisaka 46 mit ihrer ersten Single Silent Majority im Jahr 2017. Aber bevor ich jetzt zu tief in die Geschichte der Idolmusik eintauche, rede ich lieber über weitere Neuigkeiten. Mrs. Queen Apple sind eine Band, die aktuell, das kann man ohne zu übertreiben so sagen, extrem erfolgreich sind in Japan. Auch die heftigen Kontroversen um einen Werbesong vor einigen Wochen ändern daran nichts, denn wie ich bereits gesagt und erwartet hatte, hat der Vorfall um das Columbus-Musikvideo dem Ansehen der Band nicht weiter geschadet. Und so sorgen sie aktuell nicht nur mit riesigen Arena-Auftritten, sondern auch mit ihrem neuen Song Familie für Furore. Der Song ist nicht nur ausschließlich eine Hymne an das bedeutsame Thema Familie, sondern auch ein Werbesong für die Automarke Honda. Wer jetzt 1 und 1 zusammenzählt, der kann sich wahrscheinlich denken, dass das mit einem Song namens Familie beworbene Modell des japanischen Autobauers ein familienfreundliches Auto mit viel Platz ist. Dass für den Song das deutsche Wort Familie gewählt wurde, zeigt wieder, dass die Japaner gerne deutsche Wörter verwenden und hierbei handelt es sich eben um ein Wort, das passenderweise auch Japanern sehr einfach über die Zunge geht, ohne dass sie diese mit ungewohnten Lauten strapazieren müssen. Kommen wir jetzt zu einer Sängerin, bei deren Aussprache ich wiederum meine Zunge ein klein wenig strapazieren muss, damit es halbwegs authentisch klingt. Sängerin Reore, und ich glaube, das spricht man so aus, hat mit Dir einen neuen Song am Start. Die Lyrics stammen von ihr, die Musik von Giga. Ich finde, der Song ist ziemlich adoisch vom Style her, mit einer wilden Struktur, viel Abwechslung und insgesamt unvorhersehbar. Und das Wichtigste, eine Anime-Waifu blickt auf mich herab. Wer Ados Musik mag und Reore noch nicht kennt, dem empfehle ich diesen Song. Einen Link zu der findet ihr in der Videobeschreibung. Love Bites haben das Musikvideo zu ihrem neuen Song Soul Defender veröffentlicht, welcher auch auf der kommenden EP enthalten sein wird. Da ich noch nächste Woche ausführlich über die neue EP sprechen will und auch noch eine Review von der Love Bites EP 2 machen will, rede ich jetzt nur kurz über den Song. Soul Defender ist musikalisch vom Text und vom Stil des Musikvideos her so eindeutig Power Metal, dass ich, wenn jemand fragen würde, was Power Metal ist, ich ohne zu zögern diesen Song als Beispiel bringen könnte. Der Song ist gut, auch wenn mir persönlich Unchained besser gefällt, aber anhand dessen, wie begeistert ich von Unchained bin, ist es halt auch schwierig, diesen tollen Song noch zu überbieten. Für mich ist jetzt schon klar, dass Love Bites EP 2 super ist, auch ohne die anderen Songs zu kennen. Unchained und Soul Defender sind bereits beide so stark, dass da nicht mehr viel schiefgehen kann. Einen Link zu Soul Defender findet ihr in der Videobeschreibung.
Silke Dö sind eine Visual K-Band, welche vor ein paar Tagen ihren neuen Song Place samt Musikvideo auf YouTube veröffentlicht haben. Ich weiß, dass Visual K nicht jedermanns Sache ist, sowohl musikalisch als auch vom optischen Style, weil Männer sich dort sehr weiblich schminken, aber wer sich für das Genre erwärmen kann, dem empfehle ich Place. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich kenne mich zwar nicht so gut mit Visual K aus, ich finde aber, dass Place vom Sound her ein sehr schöner Song ist. Silke Dö veröffentlichen am 2. Oktober ihr erstes volles Album und bevor es soweit ist, im kommenden Monat September, werden sie zum ersten Mal in Deutschland auftreten. Sie geben am 28. September ein Konzert in München. Wenn man eine Visual K-Band live sehen will, für den könnte das eine gute Gelegenheit sein, denn es ist auch erst der zweite Auslandsauftritt von Silke Dö überhaupt und es kommen eher selten Bands wie Silke Dö nach Deutschland, da Visual K selbst in Japan nicht zu den populärsten Genres gehört, meiner Meinung nach. Ja, Dear All Grey waren in diesem Jahr in Deutschland, aber diese sind, soweit ich weiß, keine reine Visual K-Band, sondern eher von Visual K beeinflusst. Inori Minase ist eine bekannte Voice Actress, aber wie viele andere Voice Actresses auch, singt sie auch. Vor wenigen Tagen droppte das Musikvideo zu dem Song Fragum, was, wie vielleicht diejenigen von euch mit großem Latinum wissen, Erdbeere bedeutet. Falls ihr es nicht wusstet, dann habt ihr etwas mit mir gemeinsam. Fragum wird als Opening des TV-Animes Acrotrip fungieren, welcher im Oktober rauskommt und der eine Adaption des gleichnamigen Mangas ist, in welchem es um Hauptcharakter Chizuko Date geht, die ihre Heldin Berry Blossom wieder populär machen will, da diese zwar die Stadt Niigata immer wieder vor Bösewicht Chrome rettet, aber da dieser so schwach ist, die Leute das Interesse verlieren an den Kämpfen. Jedenfalls singt Inori Minase nicht nur das Opening zum Anime, sondern sie spricht auch den Charakter Berry Blossom. Chizuko Date wird übrigens von Miku Ito gesprochen, die ja ebenfalls für ihre sängerischen Fähigkeiten bekannt ist. Und wenn ich schon gerade dabei bin, die Lyrics stammen aus der Feder von Sängerin Kanoe Rana, die unter anderem das Opening zu Jellyfish Can Swim in the Night gesungen hat. Am Mittwoch veröffentlichte Inori Minase ein Half-Album mit dem Titel Hard Bookmark, welches 7 Songs enthält. Half-Album ist wohl die Zwischenstufe zwischen einer EP und einem vollen Album. Das waren einige Neuigkeiten zum Thema japanische Musik. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch weitere Videos zum Thema japanische Musik sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ciao!